Markus. Ich habe gerade gesagt, 55 DTM-Rennen, BMW, Opel, Mercedes, Tourenwagen, Europameisterschaft, 17. Platz, 2. Platz, Truck EM 2000, V8 Star bist du gefahren 2002. Also du 2015 Klassensieger in beim 24-Stunden-Rennen. Lief es bei dir so ähnlich wie beim Dirk? Ähnlich, ja. Ich war sogar mal deutscher Mofa-Meister im Mofa-Turnier vom ADAC 1979. Oh, jetzt wird's interessant, weil du weißt, dass der Jörg Müller auch Mofas frisiert. Also jetzt habt ihr die richtig. Oh, da hast du ja, Sorry, aber es ist kein Witz. Ich habe mal eine Mofa-Meisterschaft gewonnen, aber im Geschicklichkeitsfahren. Da war ich deutscher Meister, dann war ich sogar auf der Weltmeisterschaft. Im Nationalteam der Mofa-Fahrer, das möchte man gerade da einwerfen. Das war wahrscheinlich so 15 Jahre nach mir. Also jetzt werden die ganzen Mofa-Fahrer werden ja hellhörig, denn wir haben auch viele Zuschriften. Mensch, sprach mal, wie sind die eigentlich heute Rennfahrer geworden? Weil der Weg ist ja immer schwerer geworden. Damals hast du irgendwo ein Auto zusammengebaut und bist mal irgendwann Gleichmäßigkeit gefahren oder Langstreckenpokal. Bei dir ist es vom Mofa gekommen. Nee, nicht wirklich. Also ich habe mit 5 Jahren angefangen, Kart zu fahren. Mein Vater ist hobbymäßig Kart gefahren. Und zur damaligen Zeit musstest du 14 sein, um Kartrennen zu fahren. Als ich 14 war, habe ich gesagt, du Rennen fahren? Du machst mal schön dein Abitur, ordentlichen Beruf. Ja, und dann war das Thema erstmal gegessen. Bin immer so zum Spaß gefahren, habe mein erstes Kartrennen oder mein erstes Rennen mit 18 gefahren und habe dann in 84 an der Sportauto-Nachwuchssichtung teilgenommen. War an der Sportauto normale Ausschreibung, Nachwuchsrennfahrer gesucht, finanziert damals von Negrin Autopflege. Mhm. Und ja, ich dachte, gut, machst du mal mit. Und bin da immer eine Runde weitergekommen. Erstmal Glück gehabt, dass ich von den 2000 Einsendungen in die 40 reinkam, die da eben sich unter Beweis stellen konnten. Ja, habe ich diese Sichtung gewonnen, bin in der Formel Ford gefahren, von BMW zu einer Sichtung eingeladen worden. Und dann hat das irgendwie eine Eigendynamik bekommen, die ich nicht mehr handeln konnte. Ja, irgendwann war ich dann mal BMW-Werksfahrer und so ging es immer weiter. Ist es automatisch gekommen, dass viel Schweiß kostet, BMW-Werksfahrer zu werden? Das hat gar keinen Schweiß gekostet, das war ein Anruf, war auch wieder ein Zufall. Es gab diese Sichtung über 2 Jahre von Sportauto, 84 und 85. Und bei der zweiten Sichtung war damals Dieter Stappert, BMW-Rennleiter, auch als Jurymitglied eingeladen. Da habe ich gedacht, wir könnten wieder BMW Junioren machen. Da war die Idee für BMW Junioren mal wieder geboren, in der Mitte der 80er. Und da ich der Gewinner von der Sportauto-Sichtung im Jahr davor war, sagte er, okay, den Österreich rufen wir auch an. Ja, und so bin ich zur BMW gekommen. Also ich habe einfach viel, viel Duso gehabt in meinem Leben, muss ich einfach sagen. Und dann muss es ja irgendwo dann auch 2000 passiert sein, dass dich die Tracker angerufen haben, die aus dem Tourenwagen jetzt in den Truck Grand Prix, oder? Ja, sagen wir mal so, ich bin dann ja auch bis in die DTM, bin ja bei BMW DTM gefahren, habe dann ein sehr gutes Angebot von Opel bekommen, bin zu Opel und habe dort einfach, ich soll mal sagen, meine Position überschätzt. Also am Speed hat es da nicht gehapert. Wer sich noch erinnern kann, 1990, der Einstieg mit dem Omega von Opel in DTM, der war halt ein bisschen schwierig. Und da war meiner Ansicht nach der damalige Leiter der Vorausentwicklung, heute Professor, damals noch Dr. Indra, sehr stark daran beteiligt, oder sehr stark für verantwortlich. Und ich habe da halt so einen Kontakt zum Vorstand dann mal gehabt. Ein Abendessen? Habe ihn da so ein bisschen angeschwärzt und das hat er mir dann Ende der Saison halt einfach zurückgegeben. Heute mit ein bisschen Lebenserfahrung weiß ich, dass man sowas nicht macht. Aber ich war nur halt mal sehr geradlinig erzogen, habe auch immer gerade rausgesagt, wie es halt so ist, was ich denke und was meine Meinung ist. Und das kam halt nicht immer gut an. Und da stand ich eben Ende 90 ohne Auto da. Wenn du am 19. Dezember dann gesagt kriegst, für dich haben wir leider kein Auto, ist das sehr, sehr schwierig. Damals übrigens Karl Mauer, jetzt Vorsitzender der VLN, war damals Opel Sportchef. Wir hatten alles besprochen, ich sitze bei ihm im Büro, nur zum Unterschreiben. Eigentlich sagt er klingelt sein Telefon, ist Intra dran, sagt er, Mauer, wenn du dem einen Vertrag gibst, ist Montag dein Schreibtisch geräumt. Also das war eine ziemlich arge Geschichte damals, ja. Aber ist es lange her, es ist verjährt mittlerweile. Und damals auch dem Karl sehr wehgetan. Aber letztendlich war das der Schritt, dass ich zu den Trucks kam. Da habe ich die Beziehung zu den Trucks bekommen, war der Roland Asch nicht ganz unschuldig, der mich da hin vermittelt hat. Zum Roland hatte ich zu DTM-Zeiten einen sehr guten Kontakt und habe das nie bereut, dass ich LKW gefahren bin. War eine tolle Zeit, super Leute.